Hallo Leute und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Part von Zelda Ocarina of Time und ich bin ganz mysteriöserweise jetzt an einem anderen Ort wie am Ende des letzten Parts, was ganz einfach daran liegt, dass ich, ja, mal wieder eine Aufnahme nicht hingekriegt habe und aus Versehen auf den Speichern-Knopf gedrückt habe. Das heißt, ja, dass ihr jetzt einen bestimmten Abschnitt im Spiel nicht sehen könnt. Und zwar ist es der, dass ich bin jetzt einfach zum Todeskrater gegangen. In Darunias Raum musste ich einfach eine Statue nach hinten schieben. Und dann konnte ich hier zum Todeskrater. Und hier haben wir ein weiteres Mal Sheik getroffen und haben den Bolero des Feuers erlernt. Den werde ich jetzt mal vorspielen. So, das haben wir erlernt. Und mit diesem Lied können wir uns jederzeit, wenn wir wollen, hier hinporten. So, da ich ja schon hier bin, muss ich das jetzt nicht machen. Ja, und mehr habt ihr eigentlich nicht verpasst, also... wie die Musik einfach weiterläuft. So, hier würden wir uns dann hinporten. Und ich weiß, genau, da vorne, seht ihr schon, da gibt es ein Herzteil. Und das könnten wir uns doch theoretisch jetzt holen, ne? Weil wenn ich mir jetzt noch ein Herzteil hole, genau, dann, upsala, werden wir 11 Herzen haben. Und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, dass wir vor dem nächsten Dungeon noch das 11. Herz bekommen. Deswegen machen wir das mal eben. Ich hoffe, ich kann jetzt hin. So, ohne weiteres. Upsala. Voll verdrückt. Ich hoffe, ich kann da jetzt ohne weiteres hin, aber das sieht auch... Ah, sieht ganz gut aus. Oder? Okay, ich komme da oben nicht hin. Ich komme da leider nicht hin. Dazu müsste ich jetzt nochmal ganz nach oben. Aber ich mache das einfach später. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt erstmal vorrangig die Story durchspielen. Und hinterher suche ich mir dann halt die ganzen Herzteile und so zusammen. Aber was ich natürlich auf dem Weg alles holen kann, das werde ich natürlich auch holen. Okay, aber jetzt würde ich erstmal sagen, geht's weiter zum Feuertempel. Da ist Darunia hingegangen, um die ganzen Goronen, die von Ganondorf, ja, er hat auch hier seine Schandtaten wieder verübt, die von Ganondorf da eingesperrt wurden. Boah, voll an die Leiter gesprungen, das sah cool aus. Wie gesagt, die von Ganondorf da, ja, hingeschleppt wurden, eingesperrt wurden und an die böse Bestie Volvagia geopfert werden sollen. Aber das werden wir auf jeden Fall verhindern. Jetzt sind wir hier im coolen Feuertempel, zu dem ich jetzt noch eins erzählen kann. Kann ich das jetzt oder kommen die Fledermäuse auf mich zu? Ich glaube, das kann ich jetzt tun. Die Version von Zelda Ocarina of Time, die ich gerade spiele, ist ja die Version 1.0. Das heißt, der erste Release, der von Zelda Ocarina of Time je... Ja, also die Version des Spiels, die als erstes rausgekommen ist von dem Spiel. Und zwar ist in dieser Version ist einiges anders. Und zwar habt ihr schon auf den Blöcken gesehen und hinter auf dem Spiegelschild ist ja ein Mond mit Sternen abgebildet. Und das ist halt hinterher nicht mehr so. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall wurde hier in diesem Tempel in den späteren Versionen von Zelda Ocarina of Time die Musik geändert. Und zwar ist das hier eine Musik, die... Ja, die hört ihr jetzt schon, aber... Oder das kommt gleich noch, was geändert wurde. Und zwar wurde diese Musik geändert, weil es nach Gesang von, ich glaube, Moslems war das, sich angehört hat. Und deswegen musste diese Musik geändert werden. Aber da wir jetzt die Version 1.0 spielen, können wir dieser Musik lauschen in diesem Tempel. Aber ich finde, das ist auch ziemlich atmosphärisch. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das werden wir jetzt gleich alles hören. Hinterher werden da so Gesänge im Hintergrund kommen und da... Ja, das hört sich halt ein bisschen an, als ob... Ja, wie soll ich das sagen? Oh, da ist Darunia. Wer ist da? Bist du es, Jan? Tatsächlich, Jan. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Ja, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Jan, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Jan. Ah,
Habt ihr es gesehen? Er ist einfach ohne Master Key in die Tür gekommen. Ja, das können wir natürlich nicht, aber... Naja, Darunia kann alles, ne? So, jetzt müsste gleich endlich die besagte Stelle kommen, oder? Ich warte jetzt gerade ein bisschen, kann ich sagen, welche Stelle das ist. Nein, diese ist nicht. Diese helle, die kommt auch in den anderen Versionen vor. So. Gehen wir mal hier rüber. Da ist schon die erste Zelle mit einem Goron. Wieso hat Darunia ihn nicht kurz befreit? Er muss einfach nur auf den Schalter hier drauf. Aber egal. So, da ist die erste Gorone. Na? Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Ist er jetzt einfach durch mir durchgelaufen? Naja, egal. Hier ist eine Truhe. Was finden wir in dieser Truhe? Ein kleiner Schlüssel. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, schon alles erledigt in diesem Raum. So, oder können wir da oben noch hin? Ich glaube schon. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz hin. So, und ich warte jetzt die ganze Zeit auf diese Stelle mit dem Gesang. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Was gibt's denn hier? Ach, nur ein paar Krüge. Oh, zwei Feen, aber ich glaube, ich habe keine, ja. Ich habe keine freie Flasche mehr. Deswegen kann ich die leider nicht mitnehmen. So, komme ich jetzt wieder zurück? Komme ich wieder zurück? Ich glaube, ich muss einfach von oben runterspringen, oder? Ja, ich glaube schon. So, Töp. Okay. Okay, okay. Und Töp. Okay. So, gehen wir wieder durch die Tür. Jetzt können wir durch die Tür gehen, für die wir den Schlüssel natürlich brauchen. Ist ja klar. Einen anderen Weg gibt's ja nicht. So. Jetzt ist die Fledermaus stehen geblieben, aber das Feuer brennt immer noch sozusagen. Also die Feueranimation. Ich frage mich gerade wirklich, wann die Stelle kommt mit dem Gesang, aber vielleicht kommt die erst später im Dungeon. Ich weiß nicht. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, deswegen kommentiere ich gerade nicht so viel. Okay, hier unten ist Lava. Und ich merke gerade, das Spiel ist gerade ein bisschen laut. Ich werde mal ganz kurz für mich die Musik ein bisschen leiser machen. So, so passt's. So, wenn wir hier durch die Lava laufen, sind wir nicht sofort tot, denn wir können ein bisschen darin laufen, sind aber nicht komplett immun. So, können wir ein bisschen laufen. Wenn wir länger laufen, ja, werden wir Schaden bekommen nach und nach. Deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. So, und die Teile gehen nach unten, deswegen müssen wir uns hier auch beeilen. Hat natürlich sehr gut geklappt gerade. Und hopp. Okay, da ist eine Tür, da gehe ich mal rein. Und hier ist... Ah, ein weiterer Gorone. Sehr gut. Da haben wir schon den nächsten Gorone befreit. So. Oh, die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Danke, lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Goron zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Okay. Jeder Gorone, den wir jetzt in diesem Dungeon befreien werden, gibt uns einen Tipp. So. Und noch ein kleiner Schlüssel. Jetzt haben wir gerade einen ausgegeben oder beziehungsweise benutzt. Dann kriegen wir direkt einen neuen in dem Raum. Okay, da oben haben wir ja gerade einen Zeitstein gesehen. Den werde ich jetzt erstmal. Den werde ich jetzt erstmal nach unten holen. Das heißt, also wenn wir jetzt die Hymne der Zeit spielen, geht er. Ja, kommt er nach da unten. Also der kommt von oben nach unten sozusagen. So. Okay, was gibt's hier oben? Ja, da kommen jetzt die... jetzt werden wir attackiert von diesen Bodenplatten. So, aber die können wir natürlich mit unserem coolen Schild, mit unserem coolen Hylia-Schild abwehren. Und das ist der letzte. So.
Und da sehe ich auch schon eine goldene Skulptula. Jetzt muss ich nur den hier besiegen. Das Vieh. Ah, oh, das will uns aufsaugen. Okay, jetzt kriege ich die Skulptula nicht mehr, zu blöd. Nein, du bleibst weg. So, du gehst weg. So, der hätte uns nämlich auch aufsaugen können, beziehungsweise verschlucken können. Das wäre nicht so gut gewesen, weil dann hätten wir unseren Schild verloren und wahrscheinlich auch noch unsere Rüstung. So, und übrigens könnten wir ohne der Rüstung, also ohne die Rüstung, könnten wir auch nicht... Oh, 20 Rubine. Könnten wir auch nicht hier in diesem Tempel bleiben, weil das viel zu heiß ist. Können nur geronnen, wir nicht. Okay. Dann gehen wir mal... Okay, wo könnte ich als nächstes lang? Okay, da vorne... Ah, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das heißt, da kann ich jetzt hin. Dann werde ich da mal hingehen. So, Und hopp. Na komm, Link. Ach man, halt dich doch fest. Geh halt hier hoch. Wieso geht's nicht hoch? Boah, ich dachte schon. So ein kleines Stück kann Link doch hochgehen, oder? Okay, es hat aber nicht viel gebracht. Ich muss irgendwo anders lang, weil die Brücke ist natürlich kaputt, ist ja klar. Damit er Held der Zeit noch mehr... Upsala. Noch mehr Hindernisse hat in den Dungeons. So. Wo als nächstes... Ich versuche mal da drauf zu springen, das habe ich ja gerade nicht hinbekommen. Hopp. Okay, okay, okay. Oh. Das Ding fliegt nach oben, okay. Habe jetzt nicht erwartet. Ich habe eher gedacht, das Ding versinkt, aber... Kann das sein, dass dann alle nach oben fliegen? Habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich sagen. So, schnell hier hoch. Ah, oh, die Fledermaus ist fies. Vor allem die brennenden. Das sind so klassische, fiese, nervige Zelda-Gegner. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Wow, Link rutscht da voll. Okay, hier ist so ein Feuerstrahl. Okay, so ein Loch, da kommt so ein Feuerstrahl raus. Oder Lava. Ich glaube, es ist eher Lava. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wann diese Stelle eigentlich kommt. Weil eigentlich, das ist ja die Version 1.0, die ich hier gerade spiele. Da müsste eigentlich... Upsala. Mensch, ich verdrück mich die ganze Zeit. Ich habe immer im Sinn, wegen diversen anderen Zelda-Spielen, die ich in letzter Zeit spiele oder gespielt habe. Zum Beispiel in Zelda Twilight Princess kann man mit dem rechten Stick die Kamera drehen. Das versuche ich hier die ganze Zeit auch. Aber dann wähle ich mal die Items aus. So. Dann schön den Block hier runterschieben, denn... Wenn wir diesen Block runterschieben und wir uns dann draufstellen, wird er durch den Lavastrom da nach oben befördert. Das heißt, wir müssen hier schnell drauf und dann nach oben. Okay, jetzt sind wir hier. Und da braucht man einen Schlüssel für. Wer hätte es gedacht? Oh, jetzt sind wir ein bisschen früher als der Stein angekommen, voll auf den Stein drauf. Okay, das heißt, hier können wir noch nicht weiterkommen. Da wir einen Schlüssel brauchen, werde ich mal schauen, wo wir sonst noch hin können. Komm, Link. Komm, Link. Na komm. Nein, Link. Oh, rutsch voll runter. Okay, vielleicht muss ich die ganze Zeit laufen. Oder auch nicht. Hey, wie soll ich denn jetzt wieder nach oben kommen? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ah, ich kann hier hoch. Ich kann mich da mit dem Enterhaken nämlich, ja, fest, greifen. Mit dem Fanghaken. Ist ja noch kein Enterhaken. Okay, da oben gibt's Herzen, sehe ich gerade. Und einen Gegner. Ah, zwei Gegner, sind wieder Fledermäuse. Noch sind sie aber nicht brennend. Wenn sie jetzt zum Beispiel durch eine Fackel fliegen würden oder so, brennen die. Aber sonst nicht. Jetzt muss ich wirklich erstmal schauen, wie ich zurückkomme. Ja, so geht's nicht anscheinend. Vielleicht muss ich ein bisschen Anlauf nehmen und dann darüber springen. So, jetzt sind wir wieder zurück. Okay, jetzt mal schauen. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch einen weiteren Schlüssel besorgen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Gibt's da auf der anderen Seite noch was? Ja, da sehe ich eine hohle Wand.
Also ich sehe jetzt schon, dass sie hohl ist natürlich. Das kann man natürlich auch sehen. Das kann man nicht hören, indem man dagegen klopft. Nein, das sieht man. Das ist ganz klar. Aber wenn wir mit dem Schwert dagegen schlagen, hier eine normale Wand, hört sich so an. Und wenn die hohl ist, hört sich das so an. Aber dafür brauchen wir das Relikt der Goron, wie, ja, wurde schon öfter drüber gesprochen. Aber da wir das noch nicht haben, müssen wir erstmal woanders hin. Okay, diese Plattform sinkt. Ah, schaffe ich es darüber? Nee, ne? Nee. Laufe ich halt hier durch die Lava, ist ja nicht schlimm, ne? Wir haben ja genug Herzen, wir haben 10 Herzen. Und das passt schon so. Okay. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich wirklich lang muss. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich auf jeden Fall den nächsten Schlüssel finde. Und wo wird er sein? Ich habe ja noch keine Karte oder so gefunden und keinen Kompass. Deswegen sehe ich von den Räumen noch nicht viel. Oder ich sehe auch noch generell nicht, wie groß der Dungeon jetzt ist oder so. Kann ich leider noch nicht sehen. Okay, jetzt bin ich hier. Das bringt mir auch nichts, ne? Nee, das bringt mir auch nichts. Da. Ich glaube, ja, in den beiden Räumen war ich ja schon da oben, ne? Oder? Ich glaube schon. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach ja, mein Kurzzeitgedächtnis. Latsche ich da mal rüber und guck noch mal in den beiden Räumen, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Denn sonst kann ich nirgendwo lang. So, hier bei dem Stein müsste ich eigentlich hochkommen, genau. Und dann hier durch. Ja, hier war ich ja... Dann war ich ja hier. Und hier gibt's anscheinend nichts mehr. Hupsala! Schnell raus, Link! Schnell! Boah. Das war knapp. Es hätten mich fast wieder diese Bodenplatten erwischt. In dem unteren Raum war ich auch. Oder? War ich da? Ja, da war ich. Aber gab's da vielleicht noch mehr? Ich bin mir da tatsächlich jetzt gar nicht sicher. Ich werde jetzt nochmal einfach die Hymne der Zeit spielen. Die kann ich ja auswendig. Jeder Zelda-Fan, jeder gute Zelda-Fan, der auch wirklich was von Zelda weiß, der weiß immer die Hymne der Zeit auswendig in Zelda Queen of Time. Das ist ein Muss, ja. Das ist das klassische Lied schlechthin. Die Hymne der Zeit. Oder auch Zeldas Wiegenlied oder Iponas Lied. Okay, stimmt. Hier war ja nur der Korone, den wir befreit haben. Und hier gab es auch nichts, oder? Nee. Nur die Truhe, aber die habe ich ja schon aufgemacht. Da hatte ich natürlich den Schlüssel her. Und da oben, also dem Raum über uns, gab es ja nur die Skulptur. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo einen Weg finden. Fragt sich nur, wo. Oder ich habe jetzt gerade in diesem einen Raum irgendwas übersehen. Was ich wirklich glaube. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder da oben hinkommen. So, hier wieder hoch. Und hier rüber. So. Und hier rüber. Und hier rüber. So, in diesem einen Raum muss ich wahrscheinlich irgendwas übersehen haben. Denn sonst kann ich ja nirgendwo weiter. Das ist der einzige große Raum, in dem ich weiterkommen könnte. Deswegen gehen wir nochmal hier hin. So, dann kletter ich nochmal nach oben. Schnell. Das hätte ich auch eigentlich ein bisschen abkürzen können, indem ich mich mit dem Fanghaken ein bisschen weiter oben festgehakt hätte oder hochgezogen hätte, aber... Ach, ist ja egal, ne? Ist ja nicht so schlimm. So, bei Zelda Queen of Time kann man sich ruhig Zeit lassen. Das ist so ein cooles Spiel, deswegen ist das nicht so schlimm. Okay, jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich hier irgendwo weiterkommen kann. Okay, ich gehe am besten nochmal nach oben. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen, aber das glaube ich auch eigentlich eher nicht. Und hopp. So, nochmal nach oben. Fahrstuhl, bitte nach oben fahren. Danke. So, jetzt sind wir hier in diesem kleinen Raum. Und hier, ja, da gibt es nur diese Tür, durch die wir nicht können. Wenn ich in die Tür gehe, Navi schon wieder. Wetten, die sagt mir jetzt, ich brauche einen Schlüssel. Du benötigst einen Schlüssel. Um eine solche Tür öffnen zu können. Ja, ich weiß doch. Ich weiß. Das muss Navi mir nicht immer wieder sagen. Oder was heißt immer wieder? Muss Navi mir nicht sagen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Orientierungsprobleme hier bei dem Dungeon. Mhm. Weil sonst gibt es ja eigentlich nichts. In diesem Raum. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück.
Ah, und hier kann man ja doch hochlaufen. Hätte ich gar nicht so kompliziert machen müssen. Aber naja, ist ja nicht so schlimm, ne? Okay, hier in diesem Raum haben wir jetzt alles abgecheckt. Da, auf der Seite, da gibt es diesen Hohlraum. Da können wir aber noch nicht hin. Oder? Kann man den mit einer Bombe zerstören? Ne, ich glaube nur mit dem Relikt der Goron. Da waren wir schon. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück. Nein, jetzt hat die Fledermaus mich voll nach... Oh, jetzt hat die mich voll weggeschleudert. Diese Fledermäuse, das sind die klassischen Zelda-Gegner und einfach die nervigsten. Oder? Gibt es irgendwo noch nervigere? Ja, okay, ich glaube diese Feuerfledermäuse, aber sonst fallen mir jetzt keine Gegner ein, die noch nerviger sind. Okay, dann werde ich mal kurz zurückgehen. So, vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Irgendwo. War hier nicht irgendwo... Ah, da ist ein Raum. Da sehe ich doch was. Ach so, und da ist ein weiterer Corona. Okay. Und da ist der Master Key. Sehen wir schon. Oh, der Corona hat voll Angst. Oh, ich kann mit dem reden. Bitte, bitte. Friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht, ja, werden. Du würdest es bereuen, ganz klar. Okay, die Goron haben anscheinend ein bisschen Schiss. Kann ich auch verstehen. Denn ich glaube, Volvagia... Naja. Ist jetzt nicht gerade so nett. Okay, was gibt's auf der anderen Seite? Da war, glaube ich, auch noch irgendwas. Aber ich glaube, da brauchen wir auch das Dungeon-Item für, ne? Ja, brauchen wir. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal den Part hier in der Halle beenden. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Part von Zelda Ocarina of Time. Wenn wir weiter die Goron retten... Ja, wenn wir weiter die Goron retten und vielleicht auch das Dungeon-Item finden, wer weiß. Also... Oh, Link ist ganz warm. Nein, und da kommt schon wieder eine Fledermaus auf mich zu. Oh, die fiese Fledermaus. Willst du mich jetzt schon wieder ärgern, ne? So. So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Bis dahin, ciao.